Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute wollen wir uns ein Bordell angucken, was schon einige Zeit verlassen ist. Da müssen wir auch aufpassen mit dem Licht, weil das genau an der Hauptstraße ist. Und da soll früher ordentliches oder reges Treiben gewesen sein. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like da, Glocke aktivieren, abonniert meinen Kanal, dass ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Und ich würde sagen, jetzt nach einem kleinen Intro geht's los ins Bordell. Richtig von der Decke. Da oben seht ihr das. Ja, die Heizung hängt an der Wand. Ja, alles komplett, ja, zerschossen. Haben noch ganz alte Schließmechanismen am Fenster. Wir werden jetzt mal gucken, dass wir mal in die Etage rüberkommen. Kaputt da oben. Oh, hier ist nicht mehr viel zu sehen. Das ist eine alte Heizung. Runter geht es nach dem Keller. Vielleicht gucken wir danach noch mal rein. Ich glaube aber eher nicht. Da ist auch schon mal runtergekommen. Etage. Das ist auch noch überall Kinderspielzeug, da liegt nur eine Puppe. Da ist noch so ein Flugzeug. Hier ist, wie gesagt, wir sind gerade schon gesehen, ein Teddybär. Da oben ist auch schon weg. Mal aufpassen, weil die Fenster sind da alle kaputt. Kann man bis auf die Straße gucken. Hier muss wohl Küche gewesen sein. Ihr seht dann noch die Lichtschalter. Die haben damals immer geleuchtet, wenn man sie angestrahlt hat. Strahlen wir mal eben an. Da seht ihr, dass die leuchten. Hat man zu Hause auch noch. Hier der ganze Tapet, der ganze Putzbeutel von der Wand. Das war der Sicherungskasten. So eine alte Tasche hier unten. Da. Boden auch schon komplett im Eimer. Da ist ein altes Bettlaken, Kleiderbügel. Ich da noch. Eine schöne alte Tür. Schaut's mal in die Kommentare, wer kennt das noch? Da solche Fliegenfänger. Ein bisschen aufpassen hier. Ups. Ein paar Tieren sind auch schon kaputt. Halt der Haupteingangsbereich. Sieht schon richtig hier mörderisch aus mit so Nägeln da oben dran. Ah, die Wand ist auch kaputt durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Hier ist auch schon einiges runtergekommen. Hier tröpft es auch. Die Tropfsteinhöhle. Da oben ist noch ein Tropfen.
hier war wohl der Hauptbereich. Mal guckt euch das mal an hier. Also ein bisschen aufpassen hier. Das ist noch so ein Barhocker. Ganz alte Einrichtungsgegenstände. Hinten die Tür ist auch schon verbarrikadiert. Dann so ein alter Tresen. Hier die Wand ist runtergekommen. Oben die Decke. Wie gesagt, in unseren Recherchen soll das hier ein Bordell gewesen sein. Und was mich ja wundert, da oben seht ihr, dass da auch Licht reinkommt, dass das alles kaputt ist. Was mich ja wundert, dass auch Kinderspielzeug hier war. Vielleicht war das nebenan ja auch noch ein Wohngebäude oder so. Das weiß ich nicht. Das gucken wir, ob wir das gleich noch rausfinden. Hier haben sie so wie so einen Garderobenhalter gemacht mit so Haken. Ich glaube, es ist sowas. Oder war da auch noch ein Brett drüber? Ich muss ab und zu mal das Licht ausmachen, weil wenn das hier sonst so Licht reinscheint, da gucke ich das mal an. Das war hier so ein Zwischengang. Da oben ist auch noch ein Badezimmer. Hier Herren, Toiletten, Tür liegt hier auf dem Boden. Aus. So ein Mülleimer. Das ist hier der Ausgang. Gehen wir eben einmal raus. Da liegt auch noch ein Stellung, ein Stuhl, da liegt noch so ein Wäschekorb. Da ist auch noch ein Regal da vorne. Das ist das Gebäude. Das ist noch so ein Scheinwerfer da oben. Durchregnet.
Saunenlandschaft hier. Hat er schon die Bretter abgemacht. Auch schon eine Rohr verbogen. Unten auch die Heizung. Dusche. Badewanne, Badezimmer. Toilette, Badewanne, war bestimmt der Durchlauf-WC da dran. Gitterstäbe vor den Fenstern, wenn man jemand nicht zahlen wollte. Ja, auch komplett kaputt hier. Ja, da oben. Vorne mal her. Mystisch aus, hier wächst alles drin, also da gehen wir auf jeden Fall nicht weiter rein. Wir noch hier über die Tür gehen. Guckt euch das mal an. Da sieht man einfach, die Natur holt sich alles wieder. Was hier für Moos wächst. Ja, die Dachziegel, die Dachpfannen, die sind schon runtergekommen. Das Holz, wieder schon Beton, das alles hier am Tropfen. Oben, ob da ein Teppich war oder so, ja, das ist wie ein Teppich. Das nicht glauben, nach dem kleinen Ausschnitt hat die hier gerade Musik unterlegt und hier wächst einfach alles wieder. Guckt ihr mal die Fenster an, ich weiß nicht, ob man so eine Kamera erkennen kann, links und rechts, überall die Spinnweben, hier vorne auch, überall die Spinnweben am Fenster. Hier auch noch so ein kleines Geländer da vorne dran, das ist schon so ein separater Raum, dass hier so eine Tür war. Schon aus der Angel gerissen. Gucken, ob man hier auch noch hochgehen kann. Auf jeden Fall ist hier ein Geländer. Das Dach sieht gut aus. Ob man irgendwas sehen kann. Ich schätze mal, dass hier linke Seite auch die Toilette war. Da auch noch so ein paar Räume. Da drüben auch. Hier links auch noch ein Raum. Eine Getränkeliste haben wir hier gefunden, D-Mark. Also wenn das in D-Mark-Zeiten verlassen wurde, also ist es summarum schon 21 Jahre verlassen hier. Ist auch schon alles nass hier. Überall ein Teppichboden. Das Ding. Eine alte Weinflasche. Gucken wir uns mal unten den Keller an. Oh, Zigaretten. Da eine Bierflasche. Weißdorn. Dragees. Auch noch eine Jacke. Alter Parker. Ist.
unten, das ist so ein Kellergewölbe, es ist so geschwungen, das sieht man auch schön auf der Kamera. Gehen wir hier erstmal rechts rum. Da ist auch der, da liegen noch Matratzen und so. Da ist nichts mehr großartig zu sehen. Da ist die Treppe, wo wir zuerst runter wollten. Halt normaler Kellerraum. Aber auch nicht gerade hoch hier an den Türen. Man hört richtig, wie das hier runter tropft. Das ganze Wasser und so. Ja, das sind schwere Metalltüren. Hier haben sie, hat bestimmt als Lager bedient. Und irgendwie eine Strumpfhose hängt da. Ist ja nicht mehr viel zu sehen. Kommt gerade ein Auto. Musste mir das Licht ausmachen, kam gerade ein Auto. Hier noch alles voller Stühle da hinten. Alles so. Der Korpus ist aus Metall. Und der Sitz und die Lehnen aus Plastik. Können wir das Licht ausmachen? Noch ein Auto. Weiter gefahren. Ein alter Schuh. Ja, das war halt der Keller, war nicht mehr so viel zu sehen. Den Tisch hier, den kann man auch höhenverstellen. Das war noch ein alter Schuh. Sonst ist hier nicht mehr viel drin. Das war es eigentlich auch. Es ist hier nicht mehr viel zu sehen. Die Eingangstür mit so 8 kleinen Fensterchen. So eine Toilette, Badezimmer. Die Heizung haben sie abgehangen. Hier war auch noch so ein Aufgang. Da konnte man auch noch nach rausgehen. Oder das war auch noch ein Gebäude oben drauf, weil da unten rechts liegt auch noch einiges. Und hier liegen auch noch Klamotten rum. Damals ein Stifterhalter und so. Hier noch Tabletten. Hier noch eine Tasche. Mülltüten. Irgendwelche Socken, irgendwelche Bademäntel und sowas. Liegt hier noch rum. Zeitung liegt hier. Gucken, ob wir noch ein Datum finden. Von 20. Oktober 2004. 20. Oktober 2004 wurde das anscheinend verlassen. Und da sieht man halt, wo ich euch gerade reingehalten habe, als wir hinten hergegangen sind. Hier war noch, denke ich mir, meine Etage drauf, die aber schon dahinter liegt. Ja, das war jetzt das Video von dem Bordell. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Sollte es euch gefallen haben, lasst doch ein Like da, Glocke aktivieren, abonniert meinen Kanal. Wie gesagt, dass ihr immer auf dem Laufenden bleibt.
Und ja, so viel war jetzt hier nicht mehr zu sehen. Aber ich finde auch, ein verfallener Lost Place hat irgendwas, weil wir haben ja doch einige schöne Sachen meines Erachtens nach hier gesehen, zum Beispiel der hintere Eingang, wo ich einmal durchgegangen bin, was ich mit Musik unterlegt habe oder hinterlegt habe. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns allerspätestens im nächsten Video. Tschüss, macht's gut.